Das Kullmann Alpha 9000 ist ein Videostativ, welches mit 10 Kilogramm Tragkraft einen schweren Camcorder oder eine DSLR samt Rig, Mikrofon, Leuchte, Monitor und anderem Equipment tragen kann. Außerdem hat es durch eine Mittelspinne und die Doppelrohre nicht nur ein ziemlich professionelles Aussehen, sondern soll auch besonders stabil stehen. Aber ob die in der Werbung versprochenen Features des angeblichen Aluskönners wirklich aufgehen, das verrate ich euch in diesem Video. Im Lieferumfang befindet sich eine Transporttasche und das Videostativ mit einem Fluidhead samt einer Schnellwechselplatte. Doch was macht das Stativ jetzt zu einem Videostativ? Nun, es hat keine Mittelstange und somit ist der Videokopf direkt auf dem Stativ. Damit ist das Stativ stabiler und da der Videokopf auf einer 75mm Nivellierkugel sitzt, kann der Kopf Unebenheiten perfekt ausgleichen. Der Nachteil ist aber, dass Videoköpfe mit solch einer Nivellierkugel relativ teuer sind. Dafür bekommt man für den Preis Fluidheads, mit welchen man arbeiten kann. Doch der hier mitgeliefert wird, naja, mit dem kann man leider nicht so wirklich arbeiten, aber dazu später mehr. Voll ausgefahren ist das Videostativ 156 cm hoch, wenn es maximal ausfährt. Minimal kommt man auf 73 cm. Schiebt man das Stativ für den Transport zusammen, hat man relativ lange 78 cm in der Tasche liegen. Damit ist es mit 3,2 kg aber auch relativ schwer. Dies liegt natürlich an den verwendeten Materialien, denn das Stativ besteht zu großen Teilen aus Aluminium und Kunststoff. Die Doppelrohre und das Stativ sind aus Aluminium. Verbindungen und Klammern sind aus Kunststoff. Das Stativ macht zwar einen sehr stabilen Eindruck, was durch die Mittelspinne nochmal verstärkt wird, aber bei dem hier verwendeten Kunststoff habe ich nicht das Gefühl, dass es einen Sturz aus etwas Höhe unbeschadet überstehen könnte. Wesentlich besser gefallen mir da die Füße des Dreibeinstativs, denn diese unterstützen sowohl Filmer und Fotografen, die das wohltemperierte Studio nicht verlassen wollen, als auch Outdoor-Naturfreunde. Je nach Anwendungszweck lassen sich die relativ rutschfesten Gummifüße nach oben drehen und offenbaren Metallspikes, welche sich im Sand, Kies und Erde festbeißen können. Doch viel spannender als die ollen Beine ist da sicherlich der mitgelieferte Videokopf. Hier hat Kullmann leider keine gute Arbeit gemacht. Der Kopf sitzt wie bereits erwähnt auf einer 75mm Nivellierkugel und lässt sich somit, ohne an den Beinen rumzufriemeln, gerade ausrichten. Dabei hilft die integrierte Wasserwaage. An der Front des Kopfes gibt es einen Einstellhebel, welcher das horizontale Schwenken entweder zulässt oder sperrt. Das horizontale Schwenken ist nicht gedämpft. Hier wurde leider kein Fluidgel eingesetzt, welches Schwenks dämpft und somit ruhige und gleichmäßige Kamerafahrten möglich macht. Es lässt sich mit der Schraube auch kein Widerstand einstellen. Vertikale Schwenks können mit einer Schraube an der linken Seite des Kopfes gesperrt werden. Hier wurde zwar Fluidgel eingesetzt, um halbwegs ruhige Fahrten zu gewährleisten, leider lässt sich hier aber auch kein Widerstand einstellen. Deutlich besser als die horizontalen Schwenks, aber immer noch nicht so toll. Zunächst positiv an dem Kopf gefällt mir der Schwenkarm, denn dieser ist relativ lang und kann je nach Belieben links oder rechts an dem Videokopf befestigt werden. Auch der Neigungswinkel kann frei gewählt werden, man kann ihn in jede Richtung laufen lassen. Aber da ist auch schon der Haken, er sitzt nicht richtig fest. Egal wie fest man an der Schraube zieht, der Arm dreht sich einfach. Das ist während eines Schwenks nicht nur extrem nervig, sondern wirkt sich auch negativ auf die eh schon unruhigen Schwenks aus. Da kann allerdings dann auch die angenehme Schnellwechselplatte nichts mehr rausholen. Diese ist komplett aus Aluminium gefertigt und besitzt neben dem Standard 1/4 Zoll Kameragewinde auch einen versenkbaren Videopin für Camcorder. Sie lässt sich mit der Schraube rechts oben am Stativ lösen und ist zusätzlich noch einmal mit einem Mechanismus ausgestattet, der verhindert, dass die Platte samt Kamera und teurem Equipment auf dem Boden zerschellt. Naja, leider kann ich das Stativ besonders durch den schlechten Videokopf nicht empfehlen. Es kostet zwar nur 140 €, aber trotzdem ist das eine stolze Summe, für welche ich aber nicht die gewünschte Qualität bekommen habe. Meiner Meinung nach sollte man lieber ein paar Euro mehr investieren und bekommt dann auch anständiges Equipment. Das Stativ an sich ist ja gar nicht so schlecht, aber der Videokopf ist kaum zu etwas zu gebrauchen. Und wenn man 140 € ausgibt, um den Videokopf wegzuschmeißen, kann man sich auch gleich ein billigeres oder mindestens genauso gutes Stativ kaufen. Da muss man zwar deutliche Abstriche in Sachen Tragkraft machen, wenn man dazu noch einen Videokopf haben möchte, hat aber dann doch wenigstens die Möglichkeit, saubere Schwenks zu machen. Oder man muss wohl oder übel mehr Geld ausgeben. Ich glaube, ich habe für 150 € einfach zu viel erwartet.
Habt ihr eine gute Kombination aus Stativ und Fluidhead für 150 Euro gefunden? Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall für meine aktuelle Kombination 300 Euro ausgegeben. Diese stelle ich euch in so gut 2 Wochen vor. Ja, das ist eine ganze Menge Geld, aber was tut man nicht alles für ein wenig Stabilität und ein paar Schwenks nach links und rechts? Naja, habt ihr noch Fragen zu dem hier gezeigten Stativ oder dem hier gezeigten Videokopf? Dann werde ich euch in den Kommentaren beantworten. Und bis dahin würde ich sagen, das war DTZ. Ich bin immer weg. Ciao.